Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wo ist meine Fernbedienung? Da ist sie. Muss mal gucken, ob der Fernseher aus ist. Ja, ist er. Wir sind hier auf Horst und wir machen heute ein bisschen die Story weiter. Aber bevor wir es machen, muss ich sagen, schauen wir uns noch mal ein bisschen um, weil hier sind noch einige eingefrorene Leute. Und ich habe mir mal vorgenommen, die heute mal zu befreien. Ne? Die sind doch bestimmt hier auf der Karte verzeichnet. Ne? Machen wir halt ganz schnell, ne? Hoffentlich. Weil es da so eine kleine Mini-Mission, ne? Hier ist auch eine Mission anscheinend, aber machen wir halt ein anderes Mal, ne? Ich will mal hier einige Sachen hier. Ich will mal einige Sachen hier weitermachen. Damit halt mehr Optionen halt offen sind, ne? Weil ich habe so für jedes Mal, wenn irgendwie hier, wenn wir irgendwie ein bisschen weiterkommen in irgendeiner Level oder so, dann tun sich ja neue Optionen ja auftun, ne? Ich meine, diese ganzen Quests hier mit den Kollegen und so, ne, die waren alle nicht da, bevor ich nicht die letzte Mission gemacht habe, ne? Mit dem Millennium Falken und so, ne, oder den rasenden Falken. Also ja, würde ich jetzt mal ein bisschen weiter spielen, ne, damit wir halt hier mehr Optionen offen haben. Und wo wir jetzt hin müssen, ist Dagobah. Also gut, da müssen wir. Ich habe mal nachgeguckt, was das hier soll, warum das hier immer noch so gelbe Dinger sind, ne? Und anscheinend soll das ein Bug sein. Und dieser Bug wurde schon irgendwie vor, ich glaube, vor einem Jahr oder so entdeckt, ne? Ich habe mal gedacht, ich gehe vielleicht in die Level noch mal rein, ne? Vielleicht gehen dann die Dinger weg, aber ne, ist nicht der Fall gewesen. Oder ist das hier der Fall gewesen? Hier ist zum Beispiel nichts, ne? Aber hier ist was. Verdammt. Ich habe übrigens mal alle Sachen hier gemacht, ne? Ich glaube hier Episode 4 habe ich eigentlich alles Episode 4 habe ich 100% sehe ich gerade. Ja, ich habe alles gefunden in Episode 4 in den ganzen Leveln. Was ganz schön schwierig war, dieser eine Level mit dem Aufzug hier, mit dem, wo wir uns hier reinschleichen mussten, in den Tor stellen, die war ganz schön nervig, ey. Weil, wenn du irgendwie in den blöden Dings hier reingegangen bist, in den blöden Aufzug, dann konntest du nicht mehr zurückgehen. Und du musstest so drei Mausdruiden finden und einer konntest du nur erreichen, wenn du irgendwie, weiß nicht, wenn er irgendwie in den um den Stock bist und so, aber sobald du in den Aufzug bist, dann kannst du ja nicht mehr zurück. Also war richtig nervig. Ich bin da bestimmt 5-6 Mal reingegangen in diese blöde Level, bis ich das mal geschafft habe. Ja. Jetzt aber stehen geblieben. Ich habe keine Städte oder technische Einrichtungen registriert. Das haben wir schon letztes Mal gehabt, ne? Und ja, mir ist auch noch aufgefallen. Ich glaube, da bringt eigentlich noch nichts, die jetzt alle zu holen, ne? Aber ich habe hier noch so ein Ding, das ich ausgeben kann, ne? Wie gesagt, die Dinger bringen jetzt nicht wirklich was, weil ich tue die eigentlich immer nur im freien Spiel aktivieren, damit die Ernsthaftigkeit hier nicht zugrunde geht in diesem Lego-Spiel. Das kleine bisschen, was noch übrig ist. Ich tue mal das hier kaufen. Pew Pew. Ich glaube nur ein bisschen, wie sich da anhört. So. Aber werden wir ja nächstes Mal herausfinden, wie sich das anhört, ne? So, die wievielte Level ist das hier eigentlich schon? Das müsste schon die vierte sein, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die letzte ist. Fabelhaft dritte, ne, fünf. Ja. Und am Ende kommt hier der Kampf zwischen Vader und Luke, ne? Also gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? So. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe eine Menge Sachen offscreen gemacht. Episode 4 und Episode 5, die Leveln habe ich noch mal gemacht. Und jetzt machen wir in der Story weiter und gucken, wie es hier weitergeht. Wir müssen Yoda finden. Und zwar gehen wir dafür ab nach Dagobah. Ab nach Dagobah. Luke.
Nutzt die Macht. Los, geh nach Dagobah. Geh nach Dagobah. Geh nach Dagobah. So, und wir sind in einem X-Wing. Okay. Die Schwimmanimation. Diese Version von Luke habe ich übrigens als Figur. Die hängt von meinen AT-AT. Oh, wir haben einen neuen R2. Wo ist jetzt unsere Ausrüstung? Okay. Ich werde jedenfalls nicht da rausschwimmen. Jedi Meister Yoda. Ist das hier ein Level? Da bin ich hier gerade auf Dagobah. Das ist keine Level, das ist erstmal Dagobah. Ah! Also nehme ich mal an, wir tun uns hier mal ein bisschen umschauen, ne? Ah, da ist die Level. Geh schlafen. Kann ich ja wechseln? Nee. Was soll ich dann hier schon mal erkunden? Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur zwei Charaktere, zwei Arten von Charaktere. Ich glaube nicht, dass ich hierfür machen kann. Was ist das hier? Was ist das? Das sieht wichtig aus. Der Schrottsammler. Weiß ich nicht. Gott. Eine Faust aus Stahl. In dem Boden. Ich merke gerade, hier gibt es noch 15 Steine. Ist Dagobah nicht so groß? Ups. Okay. Nochmal. So, guck mal, was wir hier. Oh, Mausdruide. Wo ist er? Die werden mir noch nicht mal angezeigt. So. Ich muss es einmal herausfinden. Ausgezeichnet. Ah, ich hoffe, das ist auch in den Cutscenes so. So, warte mal hier. Schalter. Oh, hier. Ja. 1, 2, 3. Jetzt bin ich durch. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Also was hier? So. 1, 2, 3. Das war ja einfach. Yay, Sieg ist Pew. Pew, 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 pew. Das ist genauso dämlich, wie ich mir vorgestellt habe. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Steine, ey. Aber jetzt hat hier Yodas Hütte. So. Warte mal, Sprechblasen. Was? Wer bist du? Oh. Ich muss schon sagen, warum sind hier Sprechblasen? Oh. Willkommen auf Dagobah. Okay, einfach so. Ja, noch einfacher. Vielleicht soll ich mir mal ein paar Dinger hier holen. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Start drücke. Ne? Kann man uns hier irgendwas holen, was ich gebrauchen könnte? Ich weiß es nicht. Pff, hier so was. Ja, machen wir das. Klingt lustig. Ne? Prallen an der Oberfläche ab. Prallen an drei Oberflächen ab. Ja. Vielleicht habe ich noch 8. Okay.
Hier schon wieder so ein Ding. Was sind diese Dinger? Ich finde die in letzter Zeit voll oft. Der Name ist Wein, alles klar. Nee. Nee, wir müssen neue Story weitermachen. Was haben wir hier drin? Na? Hm, oh. Oh. Ich nehme an, ich brauche die Macht hier, ne? Ich meine, hier sind noch voll viele Sachen, die ich nicht machen kann, ne? Weil ich halt nur zwei. Ah, Mausdroide schon wieder. Ah. Komm her. Piu, 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 piu. So. So. 8 von 20, alles klar. Ich habe ja letztens herausgefunden, man kann nachgucken, wo die sind, ne? Von daher. Na, Kabat, ja. Ganz einfach herausfinden, ne? Halt. Ach, da kann ich bestimmt mit der Macht hochheben, ne? Na, weißt du was? Ich bin mir sicher, wir sollten erstmal hier weitermachen, ne? Mit der Story. Nein. Einfach damit wir hier frei spielen oder so freischalten oder irgendwie so. Yoda finden, der überhaupt existiert. Weg deine Waffe. Kein Leid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Wir sehen ihn endlich wieder. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird das lernen, Geduld zu üben. Oh, Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich. Ben, ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit bin. Bereit bist du? Von bereit sein. Was weißt du davon? Oh Mann. Ein Jedi zu werden, trainieren. Luke, Yoda, Huckepack. Du musst. Okay. Womit kann ich auch? Das ist ein Charakter. Zuerst diese einfache Prüfung bestehen, du musst. Oh Gott. Okay, jetzt bin ich in der Level, ne? Nö. Oh Mann. Ah, ah. Ein Gremlin. Auf meinen Rücken. Ein Jedi in dir stecken tut. War ein Witz aus Mad Magazine, als Yoda irgendwie auf Luke drauf saß. Meister Yoda, ist das hier Lichtschwert? Hm, ein Jedi in dir stecken. Ah, ich wünschte, ich hätte noch ganz meine ganzen Mad Magazines. Mit dem alle weggeschmissen. Ja, bräuch voll mittlerweile. Und so gut. Da muss ich das ja machen. Halt. Kann ich. Sehr gut. Aber so bescheuert, ne, die Mad Magazines, ne, aber ich fand die richtig gut. Luke und die Liane. Ja, was, wenn ich hier mit den anderen Charakteren gegangen wäre? Ja, schon wieder Schrottsammler. Okay, da, warte mal, hier sind wir wieder hier, ne, ja, wusste ich doch. Nein, mir aus dem Weg. Nein. Hebe den Stein. Neue Höhen erreichen. Kletterbaum. Yay. 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 Was passiert, wenn ich hier mit dem Bein sterbe? Beide sterben. Ah, komm. So, warte mal, kann ich mit? Ja, 2, komm mal her. Jawohl. Ja. Ja. Zusammen sind wir die Bremer Stadtmusikanten. Oh, warte mal. Kann ich mit dem reden?
Yoda, kannst du übersetzen für den? Aber Elu kann doch mit dem reden, ne? Schön, dich wiederzusehen. Sümpfe wie diese jetzt sind heutzutage schwer zu finden. Rustikal, schwül und obendrein noch modrig. Dagobah ist der unbestrittene König der Sümpfe. Über die Sümpfe auf Naboo brauchen wir gar nicht erst reden. So, langsam aber sicher finden wir ihn auch immer wieder. 33. Ich meine, da gibt es 33 Planeten, ne? Wenn wir den 33 mal finden können, ich sehe gerade jetzt das Data Pack irgendwo. Wo? Nicht so gefährdet, dass der offizielle Weg hier ist. Aber es funktioniert, glaube ich. Wie komme ich da hoch? Muss ja irgendwas bauen, ne? Pass auf. Oh, ich dachte, da wäre R2 gerade. Oh, warte, warte, warte. Okay, ach, ich hätte mich einfach dranhängen können. Cool, kann man noch ein Ding freischalten. Ausgezeichnet. Sumpf, Drachenschlange. Gibt es jetzt mehrere Instanzen von Dagobah? Ich weiß es nicht. Von einem Planeten Dagobah. Dagobah, Dagobah. Ja, nicht. So, wo muss ich überhaupt hin? Hier hin. Ja, die Kraft fließt einem Jedi von der Macht zu. Die Kraft aus dem Inneren. Vor der dunklen Seite der Macht. Jonas Kopf stößt einfach so dagegen. So. Was muss ich hier machen? Oh, hey. Ich glaube nicht, dass das hoch genug ist. Von hier aus, da komme ich nicht hin. Er ist hier mit. Ey, Kamera. Hallo? Was zum? Ich bin der Kamerajäger. Er zog, beruhige dich. Ganz ruhig, also ganz ruhig. Ha! Der alte Ben hatte sowas früher mal. Das kannst du kochen? Das nennst du kochen? Bum. Vorsicht, Türrahmen! Oh, warte mal hier. Nein, nicht das. So, hier ist ja so ein Ding, ne? Pass auf. Nein, nicht er so. Warte mal, das geht. Warte mal, ist doch voll der Game Changer dann. Nicht andere Charaktere hier annehmen kann. Ne. Da lang. Weiß nicht, wieso, aber der erinnert mich hier gerade voll an Kingdom Hearts 1 hier. In Tarzans Welt, wo du auch mit den Lianen hier schwingen musstest. Der Macht sind sie. Besitz ergreifen sie leicht. Ja, es gibt schon mehrere dunklen Seiten. Jedi-Meister? Folgst du einmal diesem dunklen Pfad, beherrschen wird auf ewig die dunkle Seite dein Geschick. Ich dachte, Furcht der dunklen Seite. Warum fürchtet ihr euch dann von der dunklen Seite? Nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet, irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort, der dunklen Seite der Macht. Ah, wird das meine Level hier sein? Dem Reich des Bösen gehört er an. Dorthin musst du. Meister Yoda, warum leben Sie auf einem Planeten, wo die Dunkelheit ist? So, schon wieder einen anderen Skin von Luke. In die Höhle gehen du musst.
Ist es irgendwie, weiß ich nicht. Ist es irgendwie, weiß ich nicht, wie nennt man das, heuchlerisch von den Jedis, dass sie die ganze Zeit hier preachen, dass man nichts tun soll, um die dunkle Seite zu verfallen, ne? Also die tun sich ja wortwörtlich vor der dunklen Seite fürchten, ne? Und ich meine, die können halt so drehen und wenden, wie sie wollen, aber die tun sich vor der dunklen Seite fürchten, ne? Aber ich dachte, Furcht führt zur dunklen Seite, ne? Also ja. Die Jedis Heuchler? Wer hätte das gedacht, ne? Die Beschützer der Galaxis, die Hüter des Friedens, obwohl die nie jemanden retten oder helfen. Wer hätte das gedacht, ne? Baumkronen können. Wesen sind die Sith ehrlich. So, ja, wir sind ganz schön böse. Was willst du machen, ne? Das kommt halt da. Das kommt halt irgendwie dazu, wenn du irgendwie frei sein willst und so, ne? Da bist du halt ein bisschen böse, ne? Man sagt über die Sith, was ihr wollt, aber die Sith sind wenigstens ehrlich. Gott, was? Wieso? Er hat so, ich weiß nicht, wie oft ich schon Astromech-Druiden hier kaputt gehauen habe mit der Macht. Darth Vader. Ah, du zeigst dich echt. Okay, das ist ein cooler Astromech-Druiden-Skill. Da bist du ja endlich. Oh. Das ist das erste Mal, als wir gegen Darth Vader kämpfen hier in dem Spiel. Er ist auch nicht besser darin, sein Astromech-Druiden zu beschützen anscheinend, ne? Er hat auch seinen eigenen Astromech-Druiden kaputt. Frisst das, du böser Mann. Das war Oldschool Luke Skywalker, die Lego Figur. Die habe ich noch. Oh, da war der Boba Man, der Boba T-Man. Okay, langsam fange ich an zu glauben, es gibt was. Superkampfdroide. Ah, ich wollte schon sagen, man kommt mir mal der Wurm endlich. What? So. Also weg hier, klar für Lichtgeschwindigkeit. Wir vielleicht in der letzten Folge noch weitermachen sollen, ne? Das ist nicht fair. Wir müssen uns, als wir gegen die Typen alle gekämpft haben. Bespin, ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Boah, kommt ja auch noch, stimmt. Oh nein, wer war das? Stimmt, Bespin gibt's ja auch noch, ey. Kannst vergessen. So, erstmal kassieren wir ja wieder. Bist du? Nee, du bist hier wieder so ein. Okay. Kein Kommentar hier. Wer bist du? Hallo? Wer war das? Was? Okay. Also, wo ist der Stein? Ich suche hier noch so einen Stein. So ein. Hier gibt es 5 Steine. Also nehme ich mal, hier gibt es wieder. Genau, den habe ich gesucht. Jetzt aber bestimmt so ein. So ein Kometen oder so ein Stein, ne? So. Kann ich bitte einmal mit dem Ding treffen? Ich will mal sehen, wie viel Schaden das macht. Ah, ich habe keinen mehr. Brrr. Kaiberstein Komet. Kaiberstein Komet. Stein aus Kaiber. Ich töte dich. So, damit haben wir das erledigt. Ein Greater Yavin. Und dann gehen wir zur Wolkenstadt, ne? Geschichte fortsetzen.
fand ich schon immer cool. In den ganzen Spielen war die auch immer cool, hier im Battlefront und so. Warum? Oh, nice. Hey, yo, da ist er. Hey, wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Sie gehören wahrhaftig zu uns hier in den Wolken. Nun, er wirkt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich. Okay, direkt ein neuer Planet, ne? Was willst du hier? Kann ich jetzt spielen? Naja, Reparaturen. Ja. Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen. Okay. Was hast du mit meinem Rot. Was? Dein Schiff? Soweit ich mich erinnere, hast du es in einem ehrlich fairen Spiel. Ich sehe einen roten. Es ist der Hyperantrieb. Ich sehe irgendwo was Rotes auf der Karte. Wer tut da oben rumlaufen? Irgendjemand läuft auf mein Ding rum. Wo ist er? Ich sehe irgendwas Rotes auf der Karte, aber. Anscheinend ist nichts. Kann ich hier runterrutschen? Nee. Okay, keine Ahnung. Und hier ist noch ein X-Wing. Aber warum nicht? Ne? Guck mal, wie viele Kreise hier sind. Okay, hier sind 23. Auch nicht so viel. Freispiel, Freispiel. So, da geht die Geschichte weiter, aber wir schauen uns hier mal so ein ganz kleines bisschen um, ne? Ein paar Ringe hier entfernen. Ich kann Baron Calrissian überall hin folgen. Wenn er mir sagt, ich soll auf einen Beldon springen und ihn zu Boden ringen, würde ich genau das tun. Ehrlich. Wartet mal. Hat er das angeordnet? Hat er euch geschickt, um mir genau das zu sagen? Weil ich tue das. Ich schwöre, ich mach das voll. Niemand will mich aufhalten. Ja, was ist hier los? Wir haben ja ein echtes Problem. Eine Gruppe gasspuckender Beldon-Babys ist durch die Wartungszone in die Stadt eingedrungen. Ich muss mich mal hinsetzen. Du kümmerst dich um das Problem, ja? Ja klar, warum nicht? Ich wusste, dass man auf dich zählen kann. Ich habe hier einen Duft, den sie nicht widerstehen können. Geh zu den auf der Karte markierenden Punkten und locke sie von der Stadt weg. Der letzte Beldon. Klar, warum nicht? Person, die ich gerade erst getroffen habe. Ne? Machen wir doch gerne. Ich wollte mit ihr rutschen, aber ganz ehrlich. Was? Ein Stück. Sorry, da war ein Maussoldat, Mausdruide. Und ich musste es ihm geben, okay? Wie deaktiviere ich hier das Teil? Ich sehe nichts auf den ersten Blick. Vielleicht, wenn ich hier runterspringe, ne? Tatsächlich. Was ist das hier? Schalter drücken. Soll nicht nachher geklappt hat direkt. Bonk. Schalterverwalter. Boah. Ich mochte dieses Thema schon immer. Warte mal, freies Spiel. Bonk. Einstecken. Boom. Meiner. Zwischen den Wänden flieg ich dahin. Uff. So cool. Wir tun jetzt natürlich nur die ganzen Sachen, die wir jetzt ja auf dem Weg während der Erkundung hier. Was muss ich dich erledigen? Ah.
tot? Ja. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das so dicke Dinger sind, die ich hier finden muss. Cool, wie viele Kreise hier sind. So, hier Bomba. Mal kurz eine Granate. Silberstreif. Ich mag es einfach so, Granaten so in die Menge zu werfen, ne? In so Sachen, die man kaputt machen kann, ne? In so eine hohe Reichweite. So, warte, ich hab dich gehört. Boom. Was ist das? Sorry. Nope. Guck mal, was da ist. Kommando, Stück. So, warte mal hier. Hey. Lobot, reicht es mit der Hausmannskost? Er hat sich in den Kopf gesetzt, Lando aufregende neue Gerichte zu kochen. Aber offenbar braucht er dazu die Hilfe eines Kopfgeldjägers. Kennt ihr einen? Ja. Oh. Es gibt ja von Boba Fett so eine richtig seltene Minifigur, ne? Und ich weiß nicht, gibt's die hier schon? Ich glaube, den habe ich sogar schon freigeschaltet, ne? Ne, das ist von oder ich sag die hier, keine Ahnung. Es gibt so eine richtige Oldschool-Figur von Boba Fett, ne? Die soll angeblich unglaublich selten und teuer sein, ne? Die heißt angeblich, das haben wir bei unseren Wartungsarbeiten dort oben liegen lassen. Dem Chef wird schon nicht auffallen, dass es fehlt. Und diese Figur heißt Cloud City Boba Fett, ne? Weil ich mal annehme, dass diese Figur mal in einem Set war, in einem Cloud City Set war, also in einem Wolkenstadt Set, ne? Und ich habe das mal gegoogelt und diese Figur sieht exakt so aus wie eine Figur, die ich habe. Oh, warte, 1, 2. Also die Figur, die ich, die angeblich so aussieht, sie sieht genauso aus wie die Figur, die ich habe, ne? Die ich damals hatte. Aber ich kann mich nicht irgendwie an einem Wolkenstadt Set erinnern, dass ich habe. Ich weiß, ich hatte einen Wolkenwagen, aber ich weiß nicht mehr. Meinst du, ich kann mich nur erinnern, was für Sets ich damals gehabt habe? Ich oh, was ist der letzte? Ja, es kann unmöglich sein, dass ich wahrscheinlich die seltenste Lego-Figur habe, die es mittlerweile gibt. Ich glaube es nicht. Ich habe, glaube ich, das Set mal irgendwann bei Google eingegeben. Das sah jetzt irgendwie nicht so bekannt aus, wie ich dachte. Ich hatte einen Wolkenwagen, also irgendwas hatte ich irgendwie, was mit der Wolkenstadt zu tun hatte. Also irgendein Set hatte ich von der Wolkenstadt. Aber ich glaube, ich hatte nicht das Set, von das ich diesen Boba Fett bekommen habe. Naja, weil das wäre irgendwie voll ironisch, dass ich irgendwie die seltenste Lego-Figur habe, die es gibt. In noch halbwegs guten Zustand auch noch, ne, wenn ich das mal anmerken darf, ne, also aber ne, ich glaube, ich habe das mal wohl, ich glaube, das ist nicht die, die ich habe. Ich kann es nicht reagieren, ich kann es nicht, was ist das letzte Ding hiervon? Ich kann es nicht beurteilen, ne, so irgend so ein Lego Hardcore-Fan, der sieht da vielleicht irgendwie beim ersten Mal, und ich glaube, es gibt auch irgendwie so was von so ganz kleine Details Unterschiede, ne, wo man irgendwie erkennen kann, dass das die ist oder nicht. Ich glaube, irgendwie die Beine sind irgendwie bedruckt oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie so ein ganz kleines Detail, wo man halt anscheinend irgendwie herausfinden kann, und ich habe ja keine Ahnung von sowas, ne? Aber ich habe einen Boba Fett, der jedenfalls genauso aussieht. Ob das natürlich die Version ist, ne, ist wieder eine andere Frage. Das ist genau wie mit Pokémon Karten und so, ne, so ja, das ist irgendwie eine Nummer irgendwie so anders, ne, ja, First Edition und so, und schon hast du irgendwie das seltenste überhaupt, ne, hier wie diese. Boah, ich weiß nicht, wo das letzte Ding ist. Hier so eine Glurak-Karte ist ja irgendwie eine der seltensten Karten überhaupt, ne? So eine First Edition Glurak-Karte, ne?
Also irgendwie einen der seltensten Pokémon-Karten aller Zeiten sein, ne? Wenn er nicht irgendwie die ist, die aus diesem Set von damals kam, dann ist sie nichts wert, ne? Ja, siehst du das Ding da? Ich versuche seit Tagen vergeblich daran zu kommen. Ich habe nur eine Frage Zeit, wie es sich. Es ist nur eine Frage Zeit, bis sie sich jemand tut. Warte mal. Also warte, ich tue jetzt einfach googeln, während ich hier spiele, ne? Cloud City Boba Fett. Die sieht genauso aus wie die, die ich habe, ehrlich gesagt. Die Figur. Glaube ich. Ich glaube, die Beine sind nicht bedruckt. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Ich will, wie sieht ein Z von denen aus? Ich will mal Z. Ja, kann nicht sein. Das sieht zu neu aus, das Z. Verrat in Cloud City. 749 Euro. Ich kann mich nicht erinnern, das Ding gehabt zu haben. Ich hatte so einen Wolkenwagen. Aber nee, nee, da ist auch so eine Slave One von Boba Fett drinne. Also, ich habe leider nicht die seltenste Lego-Figur aller Zeiten. Schade. Hätte ich so viel Geld machen können, ne? Ich hätte die auch voll verkauft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe eine neuere Boba Fett-Figur, ne? Von hier so ein es gab ja so ein Mecker hier von Boba Fett, ne? So eine Mecker-Figur. Oh, was ist hier denn? Ach, diese Dinger sind hier. Ich habe schon eine neuere Version von Boba Fett hier. Ich habe ja mal so ein Mecker gekauft hier, wo Boba Fett ist. Ich habe ja so drei Meckers gekauft, einmal so ein Sturmtruppler, einmal Vader und einmal Boba Fett, ne? Oh Gott, denn hier machen. Was mache ich hier mit? Oh Gott. Okay. Ja. Und da muss ich mir wahrscheinlich merken, wie ich das mache, und dann muss ich das so und so wieder auseinandernehmen und bauen, ne? Nee, da vertagen wir mal. Okay, Kamera weg bitte. Machen wir in der Story weiter. Machen wir mal weiter und gucken, wie es hier weitergeht. Ne? Danach können wir uns hier weiter umschauen. Ich muss mir ja noch was fürs freie Spiel und so aufbewahren, ne? So ein fliegendes Viech können wir ja noch erledigen, wenn wir jetzt sehen, ne? Wird wohl abgeschlossen haben. Fehlt dann nur noch ein Ding. Was? Ah, ich kann mich da gerade ranziehen. Nein. Da ist das. Au, 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 au. Lass mich da reingehen. Warte mal, er kann auch hier rum. Jetzt habe ich zwei von denen hier. Was muss ich hier machen? Oh, sorry. Muss ich hier machen? Oh, ich kann hier sicherlich behilflich sein. Ausrede. Hast du mich? Ich habe doch schon einen. Wir glauben nicht, ich habe hier C3PO, aber nicht R2D2. Ich komme ja mal im Doppelpack. Okay. Okay, ich sehe schon. Du da drauf, ist er wieder weg. Nee, ist er nicht. Aber das reicht sogar. Ich habe wieder damit gerechnet, hier C3PO auseinanderzunehmen, ne? Ah, Ventilator, alles klar. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ne? Das kam nur da raus, ne? Das Gift, oder? Druck für Druiden.
Nein, er ist kein Druide. So, jetzt haben wir wieder. Ich muss schon sagen. Leia hatte sich hier in Plokon verwandelt. So, komm her, du Stück. Ah, ja, da ist ein Stein, aber was soll's. Okay, Vorsicht. Vorsicht, R2. Ich richte keine Bellungsbänder statt. Gut gemacht, ich wusste, du schaffst das. Ich schulde jetzt wohl einen Gefallen, was? Ja, ja, ich weiß, wie das läuft. Ich bin hier ziemlich beschäftigt, aber wenn du was brauchst, nehme ich mir Zeit für dich. Alles klar, cool. Dann gehen wir mal und machen eine Story weiter. 20 Minuten. Unhaut. Komme gar nicht bekannt vor die Viecher. Mir gar nicht. Diese Rasse kommt mir gar nicht bekannt vor. Aber machen wir ein bisschen Story weiter, ne? Level starten. Winterschlafplatz. Alles klar. Hier haben wir eine Level. Guck mal. Alle sind eingeladen. Ja, ja, was geht? Oh, ich habe ja noch den Skin aktiviert. Nein. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Ich bringe das Hähnchen. Na, warte mal, wenn Vader hier ist, gegen wen kämpft dann Luke? Eine simple Anlage, aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen an Captain Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Ich weiß. I know. Er lebt. Er befindet sich im Tiefen. Den habe ich auch. In Lego. Bringen Sie Captain Solo zu Jabba dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für. Nur nicht in der Form halt. Er sah halt ein bisschen anders aus. Das ist einfach nur so ein langer Stein, so ein langer. Wo er drauf gedruckt ist. Was haben Sie eigentlich vor? Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Hahn nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Dann holen wir den Falken und halten ihn ab. Also Maus-Druide. Wo ich es vergesse, Herausforderung. Bonk. Baut was, um die Sturmtruppler abzulenken. Okay. Entdecke und verwende als verkleideter Rebell ein imperiales Waffenversteck. Aktiviere den geheimen Abwehrmechanismus der Landeplattform. Alles klar. Mach das auf. Man geht nicht, ne? Nö, ich glaube nicht. So, ich habe ja gerade einen Maus-Druide gesehen. Ist doch bestimmt. Was hast du hier zu suchen? Valrissia, hat Lord Vader Ihnen nicht befohlen, die Gefangenen zu seinem Schiff zu bringen? Warum schießt er mich ab? Wollen wir kurz darüber reden, wie viel diese Klonsoldaten Sturmtruppler aushalten? Weil ich diese eine Level immer wieder hier machen musste. Ey, da war voll nervig. Die Sturmtruppler halten so viel aus. Sagen wir mal hier. Bringen wir halt überhaupt irgendwas? Wenn ich meine anderen Kollegen hier rumlaufen. Hier mal ein Lando tut irgendwie nicht hier so auffallen, ne? Weil er halt. Weil er halt mit denen jetzt zusammenarbeitet. Aber trotzdem. What? Esszimmer Wolkenstadt. Dann machen wir direkt das auf. Seid ihr immer noch hier? Nein. Da.
Oh, nice. Oh. Mein Gott. C3PO mit seinen dicken Hintern. So, ich brauche noch ein Kopfteil, ne? Willst du doch bestimmt bringen. Ist dein Schiff jetzt ein Sklave oder nicht? Ich verstehe es nicht. So, bringt das überhaupt irgendwas? Die werden doch sehen, ja. Alter, warum tust du dich immer... Warte mal, ich sehe gerade, da ist irgendwas. Also, da kann ich nicht hin. Ist hier... War ich da schon dabei? Hey, warte mal. Kann ich auch nicht rein. Okay. So viel dazu. Nein. Was war das für eine Animation? Okay. Drücken. Wollte schon sagen. Schleichangriff. Das ist zum ersten Mal gesehen. Was? Das bringt ihr noch nicht mal um. Was? Das ist doch für ein Schleichangriff. Ich dachte, ich würde ihn irgendwie halt Genick brechen oder so. Oder seinen Kopf abdrehen, ne? Bei Lego-Figuren und so, ne? So bestimmt irgendwas. Hier wird hier leider nichts angezeigt, aber warum nicht, ne? Ah, warte mal. Ah, ich kann. Durch dieses Kostüm habe ich das Wissen erlangt, diese Konsole zu operieren. Yay. Ey, was geht? Warte, ich habe doch ein Kostüm an, Mann. Boah. Alter. Mal kurz darüber reden, wie viel die aushalten, ne? Ja, da an. Ein Sturmtruppler, hallo? Oh, warte, ist das Leia? Oh, war Leia, ne? Boah, Leute, was macht ihr denn da? Guck dir das an, wie viel die aushalten. Ich hoffe, ich auf die schießen muss. So, ich habe schon wieder vergessen, was die ganzen Herausforderungen sind. Ja, aber ich stelle mich schon auf ein, dass ich das hier nochmal machen muss, ne? So, warte mal, jetzt kann ich das ja wahrscheinlich nicht mehr. Ah, ich kann halt immer noch raus. Weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber machen wir es. Yay, Mord. Sie sind tot. Was ist das hier? Ja, ihn habe ich als Figur.
Das weiß ich noch. Ihn hatte ich als Figur. Ihn habe ich als Figur, glaube ich. Einige Figuren sind mir definitiv irgendwann mal verloren gegangen. Ich weiß nicht wieso. Hallo? Den haben wir es gezeigt. Nur Sturmtruppler haben so eine Präzision. Und das ist Boba Fetts Schiff. Kommen Sie, Prinzessin, wir müssen zum Falken. Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Ja, stimmt. Ich mag es, wie ihre Stimme geändert ist, weil wir, uns hier verkleidet haben. Einen neuen Blaster und alles. Lasst mich raus. Dankeschön fürs Befreien. Dafür werden diese imperialen Hunde bezahlen. Ja, ne, diese stinkenden Imperialen, ne? Wir können nichts wagen. Warte. Der ist ja noch geflogen gerade. Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Der Millennium Falke darf die Landeplattform nicht. Ja, jetzt heißt er auf einmal Millennium Falke. Müsst euch mal entscheiden, Kollegen. Sie sperren mich aus. Das ist meine Stadt. Meine Stadt. Scheint so, als hätten sie Sturmtruppen befallen. Darum sollten sie sich mal kümmern. Wenn nur R2 hier wäre. Ich vermisse diesen Vorlauf, kleinen Druiden doch tatsächlich. Keine Sorge. Wir holen uns diese Schlüsselkarte zurück. Oben, oben, rechts, links, oben, oben, rechts, links. Hopp. Was? Also, wozu soll ich die? Was? Oben, 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 rechts. Und soll ich die jetzt aktivieren? Glaube ich, sehe gerade die ganzen Leute folgen mir, die ich befreit habe. Oder was? Da sehe ich jetzt noch ein Dingens. Jetzt bin ich wieder am Anfang, sehe ich hier gerade. Ach, ich habe eine Abkürzung hier geschaffen, sehe ich gerade. Wenn ich mir die Konstellation von diesen Gegenständen hier anschaue, dann muss ich das Ding abknallen. Ausgezeichnet. Aus dem Weg. Ja, so einen will ich haben. Ein MG. So. Aber hier. Wie viele Leute muss ich denn jetzt hier noch um mich scharen? Oh oh. Oh oh. Okay. Meins. Oh, das war eine Herausforderung. Also, danke, dass ihr mich hierhin bracht. Hallo, was haben wir denn da? Bereit, was um die Sturmtruppler abzulenken. Aktiviere die geheimen Abwehrmechanismen in der Landeplattform. Ausgezeichnet. Boah, ich weiß nicht, wo ich schon war und wo nicht. Na, bin ich gekommen.
Nee. Warum sagt er mir, ich soll denn dahin gehen dann? What? Ausgezeichnet. Du komm hier hin. Ja, ich hab ihn getroffen. Oh, was ist das hier? Bonk. Okay. Yay, dankeschön, dankeschön. Nein, nicht aufhören. Weitermachen, bitte. Wo? Da gehen wir aber schnell weg, ne? Hier sind so viele Astromech-Sachen. Ich soll ja irgendwo Waffen machen. Aktivieren. Kann ich die Waffe nehmen, auch wenn ich. War schon wieder nehmen. So, kann ich das Ding jetzt auch? Ich kann auch einfach jemand anderen hier nehmen, ne? So, wo ist das Ding? Oh. Oh, nee, will ich nicht. Oh, danke. Wo ist denn das Ding jetzt? Boah. Ah, wo ist denn die Karte jetzt, die ich eingesammelt hatte? Oh, oh. Ist sie wieder da? Nebenort? Wer, wenn nicht? Dann haben wir hier ein kleines Problem. Okay, da liegt sie wieder. Muss schon sagen. Na gut. Weil ich wollte den Blaster jetzt hier nicht droppen. Ich weiß nicht, ob der jetzt stärker ist oder nicht, der Blaster. Es ist einfach nur so ein normaler Blaster, ne? Bank. Na, hier soll ich. Wusste, dass wir es schaffen. Na klar doch. Nichts zu sehen von dem Kopfgeldjäger. Los zum Falken. Wer seid ihr denn, Leute? Ich sag für, ich kann hier irgendwas machen. Nicht weiter. Okay, dann nicht. Hab dann nochmal Glück gehabt, Leute. Oh, nee, nicht schon wieder so. Genau, lass dem Wookie schon wieder die Arbeit machen, ne? Ich guck mal, Matthias. Ich sehe jetzt schon was. Du, komm her. Komm her, Stück. Und alles nur wegen Captain Solos nutzlosem Schiff. Nutzlos? Mit diesem Schiff haben wir den Kesselflug in weniger als 12 Parsecs geschafft. Dieses Schiff darf nicht entkommen. Ich setz weiter, ich habe ihn gerade gesehen. Komm her, Stück. Schaffst das schon, ne? So, meine. Was soll das denn heißen? Ich sah jetzt irgendwie nicht, wie das Tier stärker war. Nein, ich hab's im Gesicht. Ah. Nein, jetzt klebt mir schon. So, soll ich da helfen? Ich sah da irgendwie so Sachen zum Interagieren. Was ist das? Nee, das. Ja, ich muss einfach da beschützen, ne? Ich hab nicht so ein Gefühl, dass Aufladen irgendwie abbringt. Ja, genau so viel aus. Stop, 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 stop. Ach, komm, wie viele aushalten? Ist das echt notwendig? Wir haben voll aufgeladenen Schuss. Ich schieße den genau in die Birne und da bringt gar nichts.
Ja, ich weiß, man kann seine Angriffskraft so erhöhen mit Blastern und so, aber jede Sekunde, die verstreicht, verringert sich die Chance, dass wir je von hier wegkommen. Alter, war leer. Verdammt. Nein. Ich mag diesen Kopfgeldjäger wirklich nicht. Willkommen im Club. Hey. Alter. Kannst du doch nicht während der Cutscene abschießen, du. Werde ich abschießen? Alter, der ballert uns ja kaputt. Au, au, au. Der Name deines Schiffs ist ganz schön unschön. Das ist abgehauen. Was hat? Der hat denn nichts an Schaden gemacht? Trau dich. Leute, ah. Nein, verpiesel dich. Meine Geschütze auf den Ballern, bitte. Start. Geh weg. Ja. Ein ganz schön unfairer Kampf hier, ne? Gegen das Ding zu kämpfen, finde ich. Ich schaff das nicht. Ego-Perspektive, Ego-Perspektive, Ego-Perspektive. Ja, verzieh dich. Nein, ab zum Falken. Nein. Das ist nicht meine Schuld. Durch die Macht Dinge wirst du sehen. Fremde Orte. Leia. Ich sah eine Stadt in den Wolken. Ich habe eine Erschütterung in der Matrix gespürt. Zu ihm. Ich kenne deine Fähigkeiten, wilde Imperator. Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen. Aber ich kann ihnen helfen. Ich fühle die Macht. Hey Mann, lass deine Freunde sterben. Das ist der Weg der Jedis. Nein, jetzt werden wir es niemals da rauskriegen. Ja, gut. Aha, also ja. Ich vergaß. Ja. Ich habe gerade noch gefragt, boah, kriegen wir wahre Jedi? Boah, ich weiß nicht, das ist ganz schön knapp, ne? Aber das ist Slave One von Boba Fett. So, neue Charaktere. Han Solo, Episode 5. Lando Calrissian, Episode 5. Leia in der Wolkenstadt. Leia, Episode 5. Boba Fett. Ja, den muss ich natürlich wieder freischalten, ne? Boba Fetts Sternschiff. Mhm. Alles klar. Natürlich. Soll ich etwas so Großes bewegen? Unmöglich ist immer alles für dich. Meine Worte, hörst du sie nicht? So. So, dann schalten wir mal die frei. Charakter kann ich halt nicht freischalten gerade, ne? Oder? Ne. Cool. Ja gut, darf ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der letzten Level und ein bisschen Erkundung von, ich glaube, Dagobah, keine Ahnung, wo wir immer noch Luke und R2 haben. Aber ja, wir können ja ein bisschen die Erkundung, weil nicht weitermachen und so, ne? Aber ein bisschen auch zur Wolkenstadt, stimmt ja. Hm. Na egal, wir machen nächstes Mal weiter, ne? Ich sehe euch dann und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Milch. Tschüss.